So, ich mache hier eine Pause an der Bärenhöhle. Bin mal gespannt, was mich da erwartet. Also von hier sieht es wie ein ganz normales Café aus. So, jetzt gehen wir mal gemeinsam durch zwei hölzerne Bären durch zur Bärenhöhle. Da führt eine Treppe hoch. Das ist auch spannend hier. So, das ist jetzt der Weg hoch zur Bärenhöhle. Also, sein Ende ist da noch nicht absehbar. Da muss ein ziemlich scheuer Bär gewesen sein. Puh, der Bär, mein lieber Schwan, und lesen konnte er auch. Irgendeiner hat dem Lesen beigebracht. Aber ein Ende ist in Sicht. Also ich bin jetzt oben angekommen. Aber oben ist nicht etwa eine Bärenhöhle, sondern wohl ein Gebiet, in dem sich Bären aufhalten. Weiter kommt man hier nicht und ich denke, das ist auch ziemlich ungesund, wenn man trotzdem weitergehen würde. Ich zeige euch das mal. So, so sieht es auf der einen Seite aus. Jetzt gehe ich mit euch mal zur anderen Seite. Und da sieht so aus. Also einen Bär sehe ich hier keinen, aber ordentlich bewegt habe ich mich. So, jetzt latsche ich euch mit euch. Mein Gott. Jetzt spreche ich schon das dritte Mal diesen blöden Satz auf und der ist so verflucht einfach, nur ich kriege ihn nicht hin. Also, ich latsche mit euch jetzt den Weg wieder zurück zum Moped. Einen Bären habe ich nicht gesehen. Ich fürchte, die Finnen haben mir einen selbigen aufgebunden. Und ist aber nicht weiter schlimm. Bewegen wollte ich mich sowieso, dann eben ohne Bär. So, jetzt bin ich völlig ohne Erfolg den Berg hochgelatscht, habe keinen Bären gesehen. Und jetzt gehe ich auch noch in das Restaurant. Da gibt es nämlich Pfannkuchen mit einem Kaffee für 4,50 Euro. Und der Gastwirt und Bärenhüter hat mir erzählt, da ist er im Bild, dass zurzeit Jagdsaison auf die Bären ist und deshalb die Tiere etwas scheuer sind als sonst. Aber 2000 halten sich in dem Waldgebiet auf. Ich genieße noch einmal die Seenwelt, bevor ich letztendlich in Rovaniemi ankomme und froh bin, dass ich endlich auf dem Campingplatz eingetroffen bin.